Bis heute ist die Energiewirtschaft in Deutschland stark traditionell geprägt. Die hiesige Leitbranche des Automobilbaus dagegen ist schon seit einigen Jahren von einem Veränderungsprozess erfasst. Das Schlagwort Industrie 4.0 hat große Bekanntheit erreicht. Digitalisierung mit wachsender Vernetzung zeigt im produzierenden Gewerbe schon Wirkung. Der Smart Factory folgt jetzt mit einiger Verzögerung, die intelligente Energie. Bei Media und Telco sind wir voll durch. Eine ganze Menge der alten Player im Medienbereich, im Telekommunikationsbereich gibt es nicht mehr, weil sie aufgegangen sind letztendlich. Washington Post ist jetzt bei Jeff Bezos. Im Retail-Bereich sind wir mittendrin. Da erleben wir momentan sozusagen eine hybride Form von digitalen und physischen Geschäftsmodellen, die dauernd sozusagen angereichert werden. Das Beispiel, das ich gezeigt habe. Das nächste ist die Mobilität, unsere Leitbranche, ne? Das sind unsere Automobilhersteller und die Gesundheit, die momentan intensiv an neuen Geschäftsmodellen forschen. Und das ganze Ding mit den intelligenten Produkten, intelligenten Fabriken hat in der, das ist wichtig für uns, aber in der Geschwindigkeit der Veränderung deutlich langsamer als die anderen Industrien. Und ganz am Schluss kommt dann die Energie, obwohl das letztendlich nach der Energiewende ein reines Softwaregeschäft ist. Die Verbraucher sind dezentral, die Erzeuger sind dezentral und die letztendlich die Energie steuern und verteilen, sind Softwarekonzerne. Wenn man mal drüber nachdenkt, was in dieser Industrie gerade passiert.